Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ich muss hier mal wieder die Führung An die übernehmen, Ruder. weil die Jungs so gar nichts können. Und wir machen uns jetzt gleich auf, In diesem um... Gewässer müssen wir rudern. Ja, dann macht das auch. Wir machen uns so gleich auf, um Senkt zum meine Raben. Questziel zu kommen. Können wir hier anlegen einfach? Oder... Tut mir leid, Lungs. Ich muss hier mal eben durch. Komm. Hallo. Springst du jetzt mal da runter? Geht doch. So, aber warum wird mir... Da ist noch was Feines. Warum wird mir denn nichts angezeigt? Wo der ist? Randvi erzählte von diesem Ort. Dort wurde das Sommerheer zuletzt gesehen. Sprich mit den Anführern des Sommerheers. Ich markiere das mal zusätzlich. Nee, hä? Das soll markiert werden. Dann halt so. Ja gut, Moment. Wir werden jetzt erstmal den Raben Zinnen, leite schicken. mich. Der uns natürlich nicht sagt, wo die Anführer sind. Oder? Hier unten sind Leute. Also ich hoffe mal, dass das meine Freunde sind. Wobei ich gesehen habe, ich glaube hier oben rechts war das. Ja, genau, da hinten. Da kann ich noch was holen. Das werde ich natürlich mal eben machen. Weil die sind... Ja gut, im Moment habe ich sie jetzt schon mal öfter gefunden, aber an sich sind sie ja doch eher rar. Und wenn wir dann schon was finden, müssen wir es natürlich einsammeln. Na, nimm. Komm. Hallo. Das hatte ich schon genommen, aber nicht registriert. Okay. Kann ich ja nicht wissen. Gut, die Frage ist jetzt, zu meinen, ob die mich jetzt hier so freundlich empfangen. Hi. Auf jeden Fall sind sie nicht böse. Aber ich muss trotzdem die Anführer finden. Tut mir leid. Ich weiß, euch geht es auch nicht gut. Magnis Bericht, Sachsen, Dutzende. Ich weiß nicht, woher sie kamen oder wie sie uns so unvorbereitet treffen konnten, aber sie haben es. Und wir waren, nee, und sie waren gut vorbereitet. Ihr Angriff zwang uns zu zerstreuen. Wir mussten uns zurückziehen und selbst darauf warten. Und selbst darauf waren sie vorbereitet. Ich kann heute nicht mehr lesen. Viele gute Männer sind gefallen und hier bin ich nun, lebendig, aber von Fragen gequält, auf die ich bisher keine Antwort weiß. Bisher. Okay. Kann mir einer von euch Jungs vielleicht mal sagen, wo euer Anführer ist? Hallo? Hier wohl eher nicht mehr. Die Sachsen haben uns ohne Waffen erwischt. Das ist keine Art zu sterben. So kennt man die Christen. Sie wollten uns im Schlaf. Generelle Gorn, brauchen wir Geistes. Breite deine Flügel aus. Also hier bin ich drin gewesen. Ist da Reichtum oder was? Aber ich sehe jetzt so auf Anhieb keinen Anführer. Draußen steht noch einer.
Ah, Moment, da kann ich aber noch mal synchronisieren. Wo war denn das? War das? Nee. Gesundheit. Da war das, glaube ich, oder? Ich hoffe, es war jetzt hier, dass sich das Klettern jetzt lohnt. Nein, es war natürlich nicht hier, oder? Doch, es war hier. Nahrung sammeln. Da ist auch noch was. Wunderschön. Ich persönlich finde, dass das irgendwie ein wahrlich tolles Bild ist. Und dass man davon mal kurz ein Foto machen müsste. So, und jetzt lasse ich euch damit auch in Ruhe. Ich muss mal eben schauen, kann ich das so oder kann ich das... Moment, da unten... Ach, der Typ ist der Anführer. Okay. Kann ich hier irgendwo runterspringen? Wäre, glaube ich, nicht so clever, ne? Okay. Ich habe zumindest jetzt nichts in der Richtung gesehen, dass hier irgendwas wäre, wo man reinspringen könnte. Hi. Hallo. Was ist in dich gefahren? Hallo. Ich möchte mit dir sprechen. Geht es doch? Sei gegrüßt. Was ist hier passiert? Wer will das wissen? Eivor vom Rabenclan. Haben du und deine Männer das Dorf nicht einnehmen können? Doch, doch. Wir hatten es eine Zeit lang. Es war nur ein Haufen Flechtwerkhütten, als wir kamen. Wir ließen es aufblühen. Und Tasoma wurde Grantabrück zu einem Ort des Handels und der Lebenslust. Doch die Sachsen eroberten es zurück. Sie tauchten mitten in der Stadt auf, als wären sie den Schatten entstiegen und jagten uns fort. Klingt furchtbar. Wie wurdet ihr überfallen? Es war, als wären sie einfach mitten in der Stadt aufgetaucht. Sie brannten alles in ihrem Weg nieder und riefen irgendeinen Unsinn über einen uralten Kriegerorden. Als ich die Feuer sah, waren schon zu viele von uns tot oder gefangen. Unsere Jarlskona, Soma, befahl uns den Rückzug und wir fanden Unterschlupf in diesen Ruinen. Doch im Gemenge wurden wir getrennt. Sie und die meisten von uns sind nach Nordosten geflohen in den Sumpf. Wir würden ihr folgen, wenn wir könnten. Wir brauchen ihre eiserne Faust. Ich kann Soma finden. Halte dich bereit für unsere Rückkehr. Sie dürfte schon tief in den Nebeln der Fens sein. Suche ihr Langschiff, das wäre wohl am einfachsten. Das Lied von Soma. Ja, das werden wir tun. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo habe ich denn mein Schiff überhaupt, ach, da unten, zurückgelassen, wollte ich gerade sagen. Nein, du sollst nicht schleichen. Solltest du eigentlich darunter springen, aber ist in Ordnung. Na gut, das sind 400 Meter.
Ja, aber trotzdem, wir machen das mit dem Schiff, würde ich sagen. Wer weiß, wo wir da eventuell noch hin müssen. Gesundheit. So, mal schauen. Senden wir den Raben nochmal von hier aus. Die ist da hinten. So, auf Anhieb konnte ich zumindest jetzt nichts erkennen. Oh, jetzt. Sieht aus, als wäre Ragnarök nach Grantabrek gekommen. Eine große Schlacht hat hier gewütet. Kurs halten. Sehen wir nach, was sich sonst im Nebel verbirgt. Sieh nur, da haben sich Soldaten... Segel runter! Los! Ist das jetzt da, wo ich hin will? Ja, okay. Wo bist du denn? Habe ich es noch geschafft, den loszubinden? Ja, ne? Geh zu deinem Gott! Überrasch die Ratte! Das dauert nicht lange. Nö, tut es auch nicht. Ich sehe nur nichts, das ist gerade mein Problem. Achso, das... Nee. Boah, ich sehe hier nichts. Wer ist jetzt hier der Gegner und wer ist jetzt Freund und wer ist Feind? Leute, der ist auf jeden Fall Feind. Der hat einen Speer in der Hand. So. Du nicht. Können wir jetzt vielleicht ein bisschen Helligkeit hier mal bekommen? Und ein bisschen weniger Nebel, das wäre ganz schön. Gute Leute! Verschwunden kann nicht weit sein. Ich sollte mich umsehen. Ja, oh, was ist das? Achso, das sind nur die Körper. Köcher voll. Okay. Egal, was ist mit dir? Ist da Jarlskona in der Nähe? Nein. Soma wollte die Sachsen nach Osten locken, um sie auszulaugen und im Nebel abzuhängen. Soma ist mit ihrem Langschiff von ihrem Langschiff aus in Richtung Osten geflohen. Wird das denn markiert? Natürlich nicht. Und was heißt Richtung Osten? Osten von der Karte oder in der Richtung, wie es angelegt hat? Ich gehe mal davon aus, von der Karte aus, ne? Ja. Überblicke das Land, Freundin. Moment, da hinten ist was. Nee, da ist was blau. Das ist ein Rätsel. Also wirklich viel sehe ich ja auch gerade nicht mit ihr. Sie ist irgendwo im Sumpfgebiet. Ach so, sie müsste aber noch hier sein. Okay, das war voll, ne? Ja, okay. Ich meine, das Schiff... Das ist, glaube ich, ihr Schiff. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich
hoffe, dass ich daran denke, den ganzen Mist hier rauszuschneiden. Oh, ist nicht dein Ernst. Bringt ihn rein ins Warme. Legt Moos auf die Wunde und verbindet sie. Wie lange musste ich jetzt laufen, um zu checken, dass sie gar nicht im Moos, im Sumpfgebiet ist? Erinnerst du dich an die Eber an unserem ersten Tag in England? Festhalten. 9. Groß und fett. Genug für eine Woche. Ja. Ja. In einem Monat jagst du wieder. Du kommst wie eine Walküre aus dem Nebel. Aber du kriegst keine Toten. Du musst Zoma sein. Reden wir woanders. Lassen wir sie ausruhen. Und ich dachte, ich müsste die retten oder so. Wir haben euch böse erwischt. Wie viele sind verloren? Schön, dass du fragst, aber bei all dem Blut im Wasser und Tod in der Luft wüsste ich vorher gern deinen Namen und dein Begehr. Eivor vom Rabenclan. Ich bin deinetwegen hier. Ich suche nach Freunden und Verbündeten. Verstehe. Ich bin Soma, Jarlskonar von Grantabrück. Auch wenn ein Orden von Irren das anscheinend ändern möchte. Der Orden der Ältesten. Klingt richtig. Der Sachse Wigmund ist einer von ihnen. Er nahm mir meine Stadt und trieb uns in dieses Sumpfland. Ich konnte einige meiner Krieger sammeln, doch meine 3 Ratgeber werden vermisst. Ich brauche sie, wenn ich Grantabrück zurückerobern will. Erzähl mir von ihnen. Sie sind meine Besten, mein engster Kreis. Birna, Galin und Leif. Wir sind gewissermaßen vom selben Blut. Wenn ich euch wieder vereine und wir die Stadt zurückerobern, wirst du meine Verbündete sein? Solltest du das vollbringen, werde ich alles für dich sein, was du willst. War das ein Angebot? Wer ist dieser Wigmund? Und was hat er vor? Er ist ein strauchelnder Aldermann des alten Königs. Ein verbitterter alter Mann, der sich Grantabrück einverleiben wollte, nur um zu zeigen, dass er es kann. Er hat schon oft versucht, mich vom Thron zu stoßen. Diesmal leider mit Erfolg. Was ist mit Grantabrück passiert? Der Aldermann Wigmund hat die Stadt erobert. Ich weiß nicht, wie er es schaffte, aber er behält sie nicht. Nicht lange jedenfalls. Er hat Unterstützer außerhalb der Stadt. Doch sein Angriff schien von innerhalb der Mauern zu kommen. Aus dem Herzen von Grantabrück. Ja. Wahrscheinlich so eine Art trajunisches Pferd, genau, trojanisches Pferd. Finden wir deine Berater. Einverstanden. Wir werden die Flussufer nach ihren Langschiffen absuchen. Und wenn wir schnell sind, finden wir sie vielleicht, ehe die Wölfe es tun. Inzwischen ist der Nebel eher ein Hindernis als ein Deckmantel. Beleuchten wir den Heimweg. Der Erl, Wigmund vom das Ordensmitglied. Den müssen wir dann als nächstes zerstören. Oh, wir haben auch noch 2 Fertigkeitspunkte bekommen. Das ist schön. Und die Weisen der Fens haben wir als neue Quest bekommen. Und ich darf irgendwie immer noch nicht. Jetzt darf ich endlich rein ins Fertigkeitenmenü. So, ich kann immer noch nicht das Attentat freischalten, Mann. Dafür habe ich einen neuen Bereich freigeschaltet, okay. Kettenattentat.
Wirkt nach einem erfolgreichen Attentat eine Axt auf einen zweiten Gegner in der Nähe. Das hört sich sehr gut an. Erstmal die Gesundheit ein bisschen erhöhen. Leider haben wir ja nicht mehr Punkte. Okay. Kommen wir da so hoch? Ja. Wahrscheinlich, ne? Wir sind doch Assassine. Wir können doch alles... rein wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber okay. Was war das denn? Es war ein cooler Move, aber es war nicht das, was ich eigentlich wollte. So, zeig mal. Du sollst hier eigentlich hochspringen. Nee, du sollst hoch. Ja, geht doch. Nein, weiter, weiter. Weiter. Genau. Genau, nehmen wir den Schlüssel schon mal an uns. Brief an dich. Mir bleibt nicht viel Zeit, höchstens ein paar Stunden. Dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Ein schöner Ausblick auf den Sonnenuntergang oder die funkelnden Sterne sollte ich so lange überdauern. Ich kenne Leute, die Angst haben, alleine zu sterben. Doch nun, da ich hier liege, ist mir klar, dass es nichts zu fürchten gibt. Immerhin ist diese Reise eine, die wir alleine antreten, mit nichts und niemandem im Schlepptau. Und so überlasse ich dir, der du mich findest, den Schlüssel zu meinem Haus, in der Hoffnung, dass das, was ich hinterlasse, neue Bedeutung finden möge. Ja, zumindest haben wir nichts gestohlen. Wir haben ihn quasi rechtmäßig geschenkt bekommen. Ui, mit Feuer habe ich es ja nicht so. Brenne lang und leuchte weit, Feind des Waldes. Und führe Somas güldene Krieger heim. Ja, und mit diesem Anblick und dem Anblick, beziehungsweise dem Wissen, dass ich noch nicht in Flammen aufgegangen bin dabei, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und uns dann auf die Quest die Weisen der Fans stürzen, indem wir die Vertrauten retten müssen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!